Vortrag, letzter heute, war nicht ein Plus an Performance. Für Joomla habe ich das so mal ein bisschen untertitelt. Wir haben ja schon, glaube ich, 2 oder 3 Vorträge zum Thema Performance gesehen. Und das ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise, und zwar mit einer eigenen Software, die nennt sich Varnish. Aber bevor wir direkt auf die Details gehen, gucken wir uns so ein bisschen allgemein an, was Varnish ist, wie man das einsetzt. Was wir heute hier nicht machen können, ist einfach ins Detail gehen, wie wird Varnish exakt konfiguriert in jedem Schritt, weil das eine eigene Software für sich ist und damit sehr umfangreich. Gut, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Jan-Erik Zassenhaus. Ich habe mir das Bild jetzt mal hier geschenkt, weil ich stehe ja vor euch. Bin JGerman Gründer. Das JGerman ist der deutsche Übersetzer für Joomla. In diesem Fall nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Wir suchen immer gerne Übersetzer, die am Core arbeiten möchten und das auf Deutsch übersetzen möchten. Bin Joomla Security Gründer mit Christian Schmidt zusammen. Der hatte vorher den Vortrag hier zum Thema Joomla sicher machen. Und nach den ganzen Hobbys muss man natürlich irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen. Und deswegen bin ich IT-Sicherheitsbeauftragter bei der Firma Mittwald CM Service. Gut, Varnish. Das ist das offizielle Logo. Hier kriegt man Varnish, varnishsoftware.com. Varnish ist ein sogenannter Cache-Proxy, heißt das Ganze. Das heißt, man schaltet ihn vor den eigentlichen Webserver, damit er das Ergebnis des Webservers zwischenspeichert und sofort ausliefern kann. Der große Vorteil bei Varnish ist einfach, dass Varnish zum größten Teil alles aus dem Arbeitsspeicher lädt. Der hält also sozusagen seine Daten, seinen Cache im Arbeitsspeicher vor. Das heißt also, auch ein Server muss entsprechend dimensioniert sein, im Arbeitsspeicher primär. Und dadurch kann er halt unglaublich schnell Ergebnisse liefern, die der Webserver gar nicht kann. Großer Vorteil ist, der Webserver wird natürlich auch entlastet, weil nicht bei jeder Anfrage muss der Webserver gefragt werden. Es reicht tendenziell eher einmal. Und solange sich das nicht daran ändert, kann man das alles im Varnish vorhalten. Dadurch könnte man theoretisch auch ein kleineres Paket sozusagen dahinter nehmen, weil er muss ja nicht so häufig angefragt werden. Aber was heißt das jetzt so ein bisschen? Man braucht mal ein bisschen Beispiele. Was bringt jetzt Varnish? Wo wird das vielleicht aktiv eingesetzt? Ursprünglich kommt Varnish tatsächlich, ist es sehr beliebt in Shop-Systemen, wie Magento zum Beispiel, aber auch Typo 3. Überall da, also wo ich lange Rechenzeiten theoretisch habe, ohne Cache, und ich möchte aber dem User trotzdem eine schnelle Experience bieten, dass er schnell ein Ergebnis hat. Und da ist das bekannteste deutsche Beispiel tatsächlich Otto. Passt auch zu Hamburg gerade sehr gut. Wir waren, glaube ich, wann war da der andere Joomla Day? Ich weiß es gar nicht. Da waren wir auf jeden Fall im Otto-Gebäude. Genau. Und das ist halt die Otto-Startseite. Und der große Vorteil hier, ich habe jetzt mal gleich ein Video, wie schnell die sich aufbaut. Das ist tatsächlich Echtzeit. Und wir gucken uns das einfach mal an. So, im ersten Mal würde ich sagen, oh, 3,8 Sekunden, das ist ganz schön lang. Ja, aber wenn man sich das mal jetzt ein bisschen genauer anguckt, was da eigentlich alles geladen wird, die Time für First Byte sind 215 Millisekunden, was wirklich für sowas schon unglaublich schnell ist. Also der Browser hat sozusagen die ersten Daten schon nach 215 Millisekunden. Dazu kommt dann das Document Complete, das ist eine Definition, ist 1,7 Sekunden. Das heißt also, so lange brauche ich, um sozusagen das Dokument vorgehalten zu haben. Und dann kann der Rest nachgeladen werden, also alle Anfragen noch, sprich CSS, JavaScript, Bilder etc. Dafür braucht er 34 Requests und sind ungefähr 792 Kilobyte. Das ist relativ groß. Und deswegen musste auch mindestens ein Varnish, es ist sogar, ich habe das mir mal von dem Developer erklären lassen, da ist sogar ein Varnish-Cluster dahinter mit MongoDB-Datenbanken. Also MongoDB ist auch alles nur im Arbeitsspeicher, kann unglaublich schnell mit Datenbanken antworten und das ist halt die Sache. Und wenn das Ganze voll geladen ist, dauert das tatsächlich 6,5 Sekunden, wenn man es im Browser definieren würde, so. Und hat 171 Requests und ist 1,6 MB groß. Und da muss man natürlich cachen, weil sonst würde die Webseite noch viel langsamer sein. Aber man muss fairerweise zugeben, die
Webseite, gerade wenn man die sozusagen aufhatte, es waren zwar 3 Sekunden, aber gefühlsmäßig, wenn ich davor sitze, fand ich es trotzdem relativ schnell. Ich kriegte relativ schnell einen Header oben. Mit anderen Worten, ich habe gesehen als Benutzer, es ist da, und dann kam der Rest dazu. Gut, wie funktioniert jetzt Varnish? Wir gehen mal ein bisschen mehr auf die Einzelheiten ein. Das Ganze ohne Varnish ist, denke ich, für viele bekannt. Der Benutzer sendet einen HTTP-Request an den Webserver. Der wird in aller Ruhe, bei Joomla als Beispiel, eine Antwort generieren, also in HTML in aller Regel, und wird das Ganze wieder an den Benutzer zurückschicken. Dann weiß, beziehungsweise der Browser, an den Browser. Der Browser sagt dann, okay, da wird noch CSS verlangt, JavaScript, ein paar Bilder noch, vielleicht noch ein paar Schriftarten durchaus. Und dann wird der Webserver wieder jeweils einzeln angefragt. Das macht aber ja nicht nur ein Benutzer, sondern das machen ja auch viele andere Benutzer. Das heißt, alle gehen zentral auf dem Webserver drauf und fragen den immer an für jede einzelne Seite. Klar kann man hier noch durch Caching im Browser dafür sorgen, dass es nicht so häufig angefragt wird. Aber das ist auch eine andere Möglichkeit. Das Ganze jetzt mit Varnish sieht das aus, fast genauso, nur dass der Varnish jetzt dazwischen ist. Das heißt, wir haben wieder die ursprüngliche Anfrage zuerst vom Browser an die URL sozusagen. Der Varnish jetzt im ersten Schritt kennt, hat keinen Cache sozusagen, keinen Zwischenspeicher von der Seite, muss also einmalig den Webserver anfragen. Hat der Webserver eine Antwort gegeben, wird die im Varnish zwischengespeichert und der jeweilige Browser oder der erste Benutzer sozusagen kriegt seine Antwort. Das dauert nicht wesentlich länger, als würde man direkt den Webserver anfragen. Jetzt ist aber im nächsten Schritt, kommen auch andere dazu, die fragen direkt den Varnish an und der Varnish fragt jetzt nicht mehr den Webserver an, weil er diese URL schon kennt und liefert sofort das Ergebnis zurück. Und das für alle statischen Inhalte. Statisch ist primär HTML, wenn es keinen Cookie setzt oder einen No-Cache-Header hat explizit. Und natürlich CSS, JavaScript, Bilder, man kann da fast alles reinmachen. Das Varnish wird natürlich konfiguriert, das ist ja gerade der große Vorteil dieses sogenannten Reverse-Proxys, das ist nämlich ein Reverse-Cache-Proxy. Und zwar muss man da in einer C-ähnlichen Sprache das Ganze konfigurieren. Das hier ist immer nur so ein Auszug. Als Beispiel, man gibt hier sozusagen, also man hat den großen Vorteil, jede Anfrage, die sozusagen an den Varnish gegeben wird oder weiter ans Backend, also sprich an den Webserver geht, zu manipulieren im Varnish. Aber auch tatsächlich die Antwort vom Backend, sprich vom Webserver, auch wieder zu manipulieren. Als Beispiel, wenn Joomla zum Beispiel einen Header setzt, No Cache als Beispiel, könnte man im Varnish sagen, ja, aber auf der bestimmten URL, wenn die aufgerufen worden ist und wenn ich die zurückkriege, dann sorg aber bitte dafür, dass der No-Cache-Header nicht an den Browser zurückgeliefert wird. Damit kann man also sehr genau die ganzen Anfragen manipulieren. Hier habe ich jetzt einen Auszug aus der ersten Anfrage oder beziehungsweise allgemein aus Anfragen des Browsers an den Varnish. Und da sorgt man halt dafür, dass zum Beispiel die JavaScript-Dateien, CSS, GIF-Dateien, JPEG, die ganzen Media-Dateien, dass da auf jeden Fall das Cookie von der Domain, es wird ja global für die Domain gesetzt, entfernt wird. Das heißt, es geht gar nicht ans Backend weiter. Das sind ja auch die meisten Empfehlungen bei entsprechenden Performance-Portalen. Statische Inhalte, war da erstmal die Empfehlung, von einer URL liefern zu lassen, die kein Cookie setzt. Und hier sorgt man einfach dafür, dass der Varnish das Cookie entfernt, beziehungsweise in der Anfrage das Cookie entfernt und damit kann man es auch cachen. Dann, ja, wir können auch Zwischenfragen machen, geht auch. Inwiefern unterscheidet sich das von CDN? CDN benutzen tatsächlich auch an einigen Stellen sogar Varnish, das ist im Hintergrund, das ist ja das Schöne. Das ist nichts anderes, das ist ein CDN. CDN ist natürlich meistens auch noch lokal verteilt. Das ist natürlich der Varnish jetzt hier in diesem Fall nicht, weil man hat nur einen oder vielleicht zwei. Aber die könnte man auch wieder verteilen. Früher hieß das Proxy. Genau, ist es ja auch. Das ist ein Reverse-Cache-Proxy. Genau, richtig. Ist es auch. Und genau das ist Varnish, ein Reverse-Cache-Proxy, der beliebig dann Cookies entfernen kann. Das Ganze muss natürlich auch irgendwie hosten können. Man kann das natürlich auch selber auf einer eigenen Hardware aufsetzen. In diesem Fall habe ich es jetzt tatsächlich bei uns in der Administration gemacht. Das ist, Mittwald bietet hier Varnish-Hosting an.
hat auch entsprechende für Typo 3 und Magento, hier sieht man das schon, so spezifische Einstellungen, weil das halt sehr viel von diesen Kundengruppen genutzt wird. Und auch für Leute, die dann sozusagen der Sprache noch nicht mächtig sind, können hier halt mit einer relativ einfachen Oberfläche sagen, okay, ich möchte, dass folgende Sachen entfernt werden und nicht, und dann speichert man das Ganze ab und muss dafür kein Stück Code schreiben. Wie sieht das Ganze jetzt bei Joomla aus? Joomla ist ja bekanntlich kein Shop-System, aber Joomla hat durchaus auch Anfragen, die es berechnen muss, die deutlich länger dauern, als man das erwartet. Und genau da ist Varnish natürlich auch sinnvoll. Bei einer Standard-Webseite, die ein bisschen HTML mit zwei Bildern zurückliefert von Joomla, macht natürlich ein Varnish keinen Sinn, das muss man fairerweise auch sagen. Es geht hier um große Webseiten, die auch vielleicht große Benutzeranstürme damit sozusagen kompensieren wollen. Weil Varnish kann unglaublich schnell zurückliefern und damit natürlich auch wesentlich mehr Anfragen in der Sekunde bearbeiten, als der Webserver das kann. Und tatsächlich hat es auch einen kleinen Security-Vorteil. Man kann im Varnish natürlich auch theoretisch bestimmte Exploits vorher schon sperren, bevor sie überhaupt bis zum Webserver durchkommen. Und das hängt natürlich dann von der Varnish-Auslastung ab. Man kann natürlich DDoS-Angriffe deutlich schwieriger machen, weil wenn mehr Anfragen in der Sekunde bearbeitet werden können, muss man auch den DDoS deutlich höher fahren, um überhaupt einen Erfolg zu haben. Gut, als Beispiel habe ich mir das Standard-Template einfach von Joomla genommen, das ProStar. Gucken wir uns das mal gerade an. Ich habe jetzt mich nicht dafür entschieden, jetzt entsprechend, wie das bei dem vorherigen Performance-Vortrag war, das einzeln zu machen, also in so einem entsprechenden Programm auf der Kommandozeile, weil für mich war halt wichtig, wie der Benutzer das erlebt im Browser. Und hier sieht man jetzt in diesem Fall, dass jetzt kein Varnish davor ist. Da dauert Joomla ohne Cache, muss man hier fairerweise dazu sagen, knapp 700 Millisekunden, sind 699 Millisekunden, bis dann sozusagen der erste Teil durch ist. Und dann kommen hier zum Glück ja nur noch weitere 8 Anfragen, Template, CSS, JavaScript und etc. Das Ganze mit schlanken 310,1 KB in 1,57 Sekunden geladen. Natürlich würde man jetzt im klassischen Vorgehen erstmal dafür sorgen, dass die JavaScript-Dateien zusammengefasst werden, komprimiert werden etc. Das habe ich jetzt hier aber bei Varnish jetzt nicht gemacht, weil das ist ja der klassische Performance-Ansatz. Das sollte man natürlich noch zusätzlich machen. Bei Varnish, das ist zwar nicht offiziell so dokumentiert, aber man kann eigentlich zwischen 3 Leveln unterscheiden. Ich habe das jetzt mal primär, das ist sozusagen meine Bezeichnung mit den Leveln. Level 1 ist der einfachste, auch von der Einfachheit halber. Er ist schnell zu implementieren, wenig Aufwand und bringt schon einen Performance-Vorteil. Das sind nämlich die statischen Inhalte. Wir nehmen hier wieder die Startseite, das ist die Ausgangssituation. Ich habe jetzt hier den statischen Inhalt gecached, das heißt, die HTML-Seite selber ist jetzt ein anderer Aufruf, ist tatsächlich etwas schneller geworden, 525 Millisekunden. Aber auch hier sieht man als Beispiel die Template-CSS, war hier mit 921 Millisekunden und hier haben wir schon 689. Hier ist es noch deutlicher, wie ich finde, die jQuery, eine Sekunde zu 864. Das bringt bei den statischen Inhalten natürlich nur was, weil hier bei dieser HTML-Seite standardmäßig setzt Joomla ja einen Cookie und der Varnish sagt sich, oh, da ist ein Cookie, das sind bestimmt benutzerbezogene Daten, also kann ich das nicht zwischenspeichern. Das große Problem ist nämlich, wenn Varnish dieses zwischenspeichern würde, würde jeder Benutzer, der sich angemeldet hat, immer den gleichen Inhalt kriegen. Und damit könnte natürlich auch, wäre auch ein Sicherheitsrisiko, weil dann sieht man eventuell von jemand ganz Fremden seine Benutzerdaten. Und deswegen sagt Varnish, das kann ich nicht zwischenspeichern. Weil Varnish nur auf URL-Basis erstmal, außer man konfiguriert es anders, das geht nämlich, speichert. Das heißt also, URL ist bekannt, okay, ich habe die HTML-Seite dafür, ich liefere sie aus. Dann gibt es sozusagen, also ich definiere es jedenfalls so den Level 2 Cache. Da ist es dann so, ist auch sehr einfach zu implementieren wieder, nicht ganz so einfach wie da. Ich möchte die ganze Webseite cachen, die ganze HTML-Seite. Als Beispiel Joomla, ich habe eine statische Seite, ich erlaube nicht, trotz Joomla, dass man sich anmelden kann. Ich möchte einfach nur zum Beispiel einen Blog. Da soll man auch keine Kommentare schreiben können. Es geht nur darum, Inhalte da zu platzieren. Da bietet sich natürlich so etwas an, wo ich die ganze Seite cache. Da muss ich natürlich vorher dem Backend-System, sprich Joomla hier sagen, setz bitte keinen Cookie, weil sonst würde das Varnish nicht cachen. Ich könnte es natürlich auch in Varnish wieder manipulieren. Besser ist aber die Herangehensweise, das direkt auf dem Webserver in der Software zu machen.
Gut, nehmen wir hier auch wieder die Startseite als Basis. Hier haben wir es jetzt schon eher deutlich. Vorher hatten wir 699 Millisekunden und nachdem es im Vanish Cache ist, 45 Millisekunden ist die HTML-Seite da. Das heißt vorher 1,57 Sekunden zu laden, jetzt nur noch 686 Millisekunden. Das ist natürlich das Schnellste, was ich überhaupt machen kann, weil der Vanish sofort die HTML-Seite zurückgeben kann. Er muss nichts mehr berechnen, nichts. Und das ist irrsinnig schnell und kann unglaublich viele Anfragen in der Sekunde beantworten. Noch deutlicher wird das Ganze bei dieser Seite. Das ist hier das Feed-Display. Das ist in der Joomla-Beispieldaten, das ist ja mit drin, diese ganzen Unterseiten. Und da habe ich mir einfach mal Feed-Display genommen, das ist hier dieser Menüpunkt. Da wird ein externer Feed von Community-Joomla.org nachgeladen. Und das ist natürlich auch etwas, was immer eine Zeitverzögerung mit sich bringt, zwangsweise. Und wir gucken uns das hier mal an, wie lange das ohne Cache dauert. Allein die HTML-Seite zurückzugeben, dauert für Joomla jetzt 1,06 Sekunden, weil der Feed muss abgerufen werden, er muss gerendert werden, er muss ins Template reingesetzt werden. Und wenn das Vanish, das heißt also in diesem Fall jetzt noch 2,07 Sekunden brauche ich, um die Seite aufzurufen. Hier wird in diesem Fall jetzt noch was, was eben noch nicht war, so eine Arrow-PNG nachgeladen, das liegt aber an der Webseite einfach. Und wenn ich das Ganze jetzt mit Vanish cache, haben wir etwas mehr, eben hat man glaube ich 45 Millisekunden, jetzt kann er das Ganze in 47 Millisekunden zurückgeben, weil wieder nur reine HTML-Seite. Natürlich muss man hier auch fairerweise sagen, ändert sich der Feed, hat Vanish das natürlich erstmal nicht, kann das noch nicht ausgeben, aber man kann pro Seite, sogar pro URL definieren, wann der Vanish diesen Cache erneuern soll. Als Beispiel beim Feed würde man sagen, okay, vielleicht ändert sich da alle 5 Stunden was, und würde ihm sagen, okay, für diese URL, Feed Display, HTML, halte das 5 Stunden im Cache und danach guck noch bitte einmal wieder nach beim Backend, ob sich da was verändert hat. Und dann ist die erste Anfrage tatsächlich auch ungefähr bei 1,06, aber auch nur für den ersten, der das aufruft. Danach wieder um die 47 Millisekunden. Sowas gibt es, was wir auch schon gehört haben, auch mit einem Cache-Warm-Up. Dafür kann man dann sorgen, dass der erste halt nicht diese lange Ladezeit hat, sondern primär, dass wir das sozusagen einzeln aufrufen nach und nach und damit ist der Cache ja schon befüllt, also der Vanish. Ist relativ einfach noch zu implementieren, setzt aber hier schon voraus, dass ich am besten im Joomla ein Plugin habe, was dafür sorgt, dass die Anfrage oder das Ergebnis, was Joomla liefert, so konform ist, sprich kein Cookie drin, kein No-Cache-Header etc., dass Vanish sagt, oh ja, super, kann ich sofort cachen. Etwas erhöhterer Aufwand, die nächsthöhere Stufe, das ist tatsächlich die Kunst sozusagen, dass ich nur Teile der generierten HTML-Seite cache. So, dafür müssen wir eine kleine Exkursion machen in den Bereich ESI, das sind die sogenannten Edge Site Includes, nennt sich das. Ist eine relativ alte, also für Webverhältnisse relativ alte Variante, wie man in einer HTML-Seite bestimmte Bereiche definiert. Gucken wir uns das mal in meinem Beispiel an, ich denke, das ist am einfachsten. Ich habe jetzt hier mal so eine Standard-Webseite genommen, wir haben hier irgendwie einen Header, wir haben hier eine Banner-Ebene, das können ja auch in Joomla-Module sein und hier irgendwie ein Hauptinhalt. Eine relativ einfache Seite, um das mal zu verdeutlichen. Den Header, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eine Änderung habe, äußerst gering. Ne? Und das ist also tendenziell eher ein Logo oder irgendwas Vergleichbares. Das muss ich vielleicht alle paar Wochen mal ändern. Und das heißt, keine Änderung bei jedem Aufruf brauche ich hier auf jeden Fall. Das kann auf jeden Fall unglaublich lange im Cache vorgehalten werden. Der Banner ist durchaus möglich, dass ich bei jedem Aufruf einen anderen Banner zeigen möchte, was Joomla ja standardmäßig auch zum Beispiel anbietet. Also muss ich entweder hier den Cache ganz abschalten für diesen Bereich auf der Webseite oder ich definiere als Beispiel 5 Sekunden oder 10 Sekunden soll das im Cache vorgehalten werden und danach einmal aktualisiert werden wieder. Gut, der Inhalt sind Änderungen tatsächlich, also hier ist ein klassischer Inhalt, ein Beitragstext, ein Blogtext. Der wird sich nicht so groß verändern. Selten bis nie habe ich hier geschrieben. Und genau das kennen wir ja eigentlich auch schon. Achso, ja. Das ist ein beispielhafter Code. Der wird im HTML-Teil von Joomla dann zurückgegeben. Da steht also sozusagen spitze Klammer auf, ESI include. Dann gibt man an, auf welcher URL man exakt diesen Bereich findet.
Hier habe ich Banner genommen, hier, also sozusagen, wo ich diesen Teil hier einen HTML-Code finde. Und noch ein weiterer Tag, ESI-Remove. Das heißt, dass der Webserver gibt mir genau diesen HTML-Teil zurück. Der Varnish findet diesen Eintrag ESI, sagt, okay, ich rufe mir exakt diese URL auf, nehme mir das HTML davon und packe das mit in diese Webseite rein. Genau an diese Stelle. Sollte der Varnish nicht dazwischen sein, greift ESI Remove und das sorgt dafür, dass der Browser einfach stumpf den HTML-Code, den man hier reinschreibt, wieder zurückgibt. Mit anderen Worten, ist der Varnish ausgefallen oder nicht mehr davor, geht die Webseite trotzdem noch. Das ist zwar dann im Code, nachher im HTML-Code, aber es richtet keinen Schaden an. Es geht halt einfach trotzdem. Der Varnish selber würde natürlich diesen Teil hier raussetzen und dann einfach das HTML ersetzen. Also da würde man nichts mehr von diesem ESI-Remove sehen. Aber diese Varianten kennen wir auch schon ein bisschen von Joomla. Das sind ja die Modulpositionen eigentlich. Ne? Bereiche zu definieren, der Bereich zeigt ein Menü an, der zeigt mir irgendein Feed an oder ein anderes Menü. Und da könnte man ja durchaus auch in Joomla schon sagen, ich möchte den Bereich hier nicht zwischenspeichern, ich möchte den aber im Cache einspeichern. Und genau das macht Varnish nur auf einer Ebene davor. Gucken wir uns an, was das bringt auf der Startseite wieder. Das war wieder die Ausgangslage mit 699 Millisekunden. Und jetzt habe ich Teile davon nur gecached. Natürlich dauert das jetzt länger, weil ich habe ja, der Varnish kann jetzt ja nicht sofort was zurückliefern, sondern er muss ja einmal noch das Backend anfragen für diesen einen Teil, zum Beispiel für den Banner-Teil. Und den Teil dann wieder reinparsen in das HTML und dann ausgeben. Deswegen sehen wir hier, okay, das war 699 Millisekunden, hier haben wir jetzt 549. Was aber hier auffällig ist, man sieht es hier, der Balken wirkt im ersten Moment länger, aber der Bereich hier, also sozusagen die erste Antwort, sprich Time to First Byte ist das in diesem Fall, ist hier deutlich höher, weil Joomla ja erstmal rechnen muss. Und bei Varnish ist es so, er muss zwar auch rechnen, aber nicht so extrem wie Joomla, weil er den Großteil des HTMLs ja hat. Und das ist dann tatsächlich nur noch das Senden sozusagen. Wir haben also hier, man sieht es aber trotzdem deutlich, 1,57 Sekunden und hier haben wir 588. Also ich denke, es ist zwar langsamer, aber man kann einzeln definieren, in welchem Bereich was gecached werden soll. Beim Feed-Display wird es auch wieder noch deutlicher. Ausgangslage wieder 1,06 und hier haben wir 441 Millisekunden. Das heißt, in diesem Fall habe ich jetzt das so gemacht, dass ich die Standard-Beispielseite, dieses ProStar-Template genommen habe und das Login-Modul explizit nachgeladen habe. Weil das Login-Modul möchte ich nicht cachen. Da könnten ja User-Daten drinstehen. Und der Teil hier, das Feed-Display, wird trotzdem gecached. Und wenn man sich nachher die Header anguckt, also die Kommunikation zum Browser wieder, sieht man, dass trotzdem Cookie gesetzt ist. Trotzdem kann Varnish das cachen, weil er das auseinanderhalten kann, die beiden Bereiche. Zu sagen, das Cookie gilt nämlich dann nur für den unteren Bereich des Logins und für den Rest nicht. Man kann den Varnish aber auch so einstellen, dass er Cookies tatsächlich mit aufnimmt in seinen Index. Das heißt, momentan sagt er, URL kenne ich, gecachtes Ergebnis. Man kann auch sagen, gucke dir an, URL und passendes Cookie und gebe dann den entsprechenden Cache zurück. Setzt aber voraus, dass ich ein großes Varnish-Cluster habe, weil wenn ich jeden einzelnen Cookie sozusagen mit heranziehe, habe ich ja unglaublich viel mehr Einträge im Cache, im Varnish, also belegt es auch mehr Arbeitsspeicher. Ich kann das ist der große Vorteil nämlich an Varnish, ich kann ganz genau definieren, an welchen Kriterien er den Cache berechnen soll, beziehungsweise Cache ausliefern soll. So könnte ich tatsächlich pro Benutzer einen eigenen Cache in Varnish anlegen. Wenn denn der das performance-technisch, also sprich, wenn er genug Arbeitsspeicher dafür hat. Sonst lagert er es natürlich auf die Festplatte aus. Beziehungsweise sagt er im Zweifel lieber, ich frage direkt das Backend an, was schneller ist halt. Dafür habe ich tatsächlich auch ein Plugin schon angefangen zu schreiben, ist leider noch nicht fertig bis zum Joomla Day. Es nennt sich Varnish Cache Control. Damit kann man auch tatsächlich in Joomla diese ESI-Tags aktivieren. Das sorgt also bei den Modulen, die man hier dann angeben kann, dafür, dass diese Module explizit, dass dieser ESI-Tag da herumgeschrieben wird und dass die Module, also der HTML-Teil, einzeln aufrufbar wird. Was halt wichtig für den Varnish ist. Das ist leider noch nicht ganz fertig, würde ich dann aber dann veröffentlichen, sobald ich den Teil hier drin habe, weil das Ziel ist einfach,
das Varnish, sozusagen das Login-Modul auslässt, aber den Rest cached und trotzdem noch eine Bedienung von Joomla ganz normal möglich ist. Man also gar nicht den Varnish bemerkt, außer dass es schnell ist. Genau, das ist ja schon mal wichtig. Ne? Gut, was heißt das Ganze im zusammenfassend? Wann brauche ich eigentlich Varnish oder wann sollte ich Varnish einsetzen? Immer dann, wenn ich eine Joomla-Seite habe, die entweder viel extern nachlädt, was tendenziell langsam sein könnte, oder wenn es mir exakt darauf auch wichtig ist, dass unglaublich schnell die Webseiten zurückgeliefert werden und ich das mit Bordmitteln, mit Joomla und weiteren Performance-Trips nicht schaffen kann, dann wird Varnish sehr interessant. Darüber hinaus ist Varnish auch hat einen großen Vorteil, ich habe eine Ausfallsicherheit. Sollte mein Webserver nicht erreichbar sein, sagt der Varnish, okay, du bist gerade nicht erreichbar, ich hätte dich auch eh nicht angefragt, also gebe ich dir sowieso die HTML-Seite zurück. Aber man kann es auch so konfigurieren in Varnish, dass man sagt, okay, als Beispiel, der Cache ist jetzt abgelaufen in Varnish, als Beispiel, 5 Stunden sind rum, er wird das Backend anfragen, aber just in dem Moment hat das Backend gibt keine Antwort, dann sagt der Varnish, okay, das Backend ist down, ich gebe meinen gecachten Inhalt wieder zurück. Und damit kann man auch tatsächlich dafür sorgen, dass man theoretisch in Wartungsarbeiten gehen kann oder tatsächlich das Backend hinten dran einfach tauschen kann. Das ist nämlich auch so eine Art Failover-System, könnte man da auch bauen. Deswegen auch der Vortrag für Fortgeschrittene, weil das ist schon wirklich die hohe Kunst. Ich habe schon am Anfang erwähnt, Magento und Typo3 sind da sehr stark involviert, weil Magento einfach ein Shop-System ist, da geht es wirklich darum, dass das schnell alles da ist. Das haben wir auch schon in anderen Performance-Vorträgen gesehen. Und für Joomla macht es, wie gesagt, auch, wenn man vielleicht dieses Virtuomat-Plugin, ich weiß nicht, ob das immer noch lebt, ich weiß es nicht, das Shop-System, durchaus sinnvoll, dann da, wenn man ja auch einen Shop hat, schnell die Seiten zurückzugeben zu können. Moment, ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Und wenn jetzt noch Fragen sind, freue ich mich. Vielleicht habe ich es verpasst, weil ich kurz weg war. Ja. Aber wie sieht es aus, gerade in so einem Wartungsmodus, wenn ich den Varnish eigentlich überspringen will, kann ich den locker mal kurz abschalten und sagen, so, ich schalte ihn weg und komme dann daran rein oder kann ich mit Shift Reload an dem Teil vorbeigehen? Standardmäßig, wenn du das per URL erstmal aufrufst, kommst du nicht an dem Varnish vorbei. Das ist der Sinn der Sache. Richtig. Du kannst zum Beispiel, das ist eine, die einfachste Variante, in deine Host-Datei lokal die IP des Backends eintragen und dann kommst du an dem Varnish vorbei. Solltest du den Varnish tatsächlich irgendwie in den Wartungsmodus sozusagen versetzen möchten, brauchst du natürlich eine entsprechende Infrastruktur, die das unterstützt. Entweder du musst tatsächlich DNS-Änderungen machen, die dauern aber halt 24 bis 48 Stunden, das ist also keine Option. Oder du hast sozusagen Load Balancer oder eine Firewall davor, auf der du sozusagen jetzt die IP, die dahinter erreichen soll, switcht gerade, weil es geht einfach schneller. Und dann ist der Varnish auch außen vor. Genau das bieten wir halt auch an. Der Varnish selber, muss man noch dazu sagen, unterstützt erstmal kein HTTPS, weil es ist ja verschlüsselt, die Verbindung. Und deswegen braucht man entsprechende Infrastruktursysteme, die dafür sorgen, dass halt vor dem Varnish das SSL sozusagen beendet wird und dann im sicheren Bereich bis zum Webserver im Netzwerk weitergeht. Natürlich kurz am Varnish vorbei. So macht es Otto auch. Allerdings mit mehreren Load Balancern. Da war noch eine Frage. Das heißt, man hat zwei Server, ne? Den eigentlichen Webserver und den Varnish. Genau. Man könnte es theoretisch auch auf einem Server betreiben, würde ich aber nicht empfehlen, weil man will ja dafür sorgen, dass man auch eine Ausfallsicherheit hat. Ne? Naja, ich hab gerade überlegt, angenommen, jemand hat eine Seite, die ein bisschen zu langsam ist, und jetzt bei einem Hoster. Ich kann jetzt nicht beliebig viele Hosting-Pakete buchen oder vielleicht keine Lust dazu. Ja. Und die Frage wäre, könnt ihr in deinem Hosting-Paket jetzt noch so einen Varnish-Server aufsetzen und praktisch intern das durchrufen? Also ich glaube, auf Shared Hosting hat das keinen Wert. Genau, auf Shared Hosting jetzt nicht. Also es ist wirklich eine eigenständige Software, die installiert werden muss. Man muss Root-Rechte dafür haben. Okay, das heißt, man braucht eigentlich dann wirklich so einen Root-Server, ne? Genau, wenn man es selber machen möchte, braucht man einen Root-Server dafür und entsprechende Infrastrukturen, die das Routing der IP entsprechend übernehmen. Also da braucht man eine ganze Menge Know-how dafür. Ja. Und deswegen habe ich in diesem Fall auch nur kurz unsere Variante vorgestellt. Wir bieten die Infrastruktur einfach schon, haben einfach eine, ja, wie man so schön sagt, eine Clicky-Bunti-Oberfläche, sagen einfach Domain auf Varnish setzen, dann dauert das ein paar Sekunden und dann wird das intern bei uns so geroutet. Oder man kann auch das auch wieder aufheben.
Und dann, was wir auch hatten, wenn der Warnisch mal nicht erreichbar sein sollte aus irgendeinem Grund, haben wir tatsächlich in den höheren Paketen auch ein Failover in unserem Load Balancer Firewall Cluster, was dann sieht, okay, Warnisch ist nicht erreichbar, ich frage direkt das Backend an. Also wie funktioniert das dann? Mal angenommen, ich habe jetzt einen zweiten Server. Der DNS-Eintrag muss auf den Warnisch-Server gehen. Das heißt, Warnisch hat dann den eigentlichen Server, den Zielserver, dann als IP-Adresse angetragen. Genau. Richtig. Das wird in aller Regel so gemacht, dass man halt die IP-Adresse, also bei uns ist das auch so, das nehmen wir mal ein Beispiel, Warnisch hat eine eigene IP-Adresse und das Backend, also sprich der Webserver hat eine eigene IP-Adresse. Und intern sorgen wir jetzt dafür, weil es geht ja nicht direkt an den Warnisch, sondern kommen ja noch einen Load Balancer, einen Firewall etc. davor, dass sozusagen, wenn diese URL ankommt und auf diese IP möchte, können wir ja intern entscheiden, auf welche IP das bei uns intern geht. Ja, okay, und dann können wir das natürlich beliebig switchen. Ja, das ist klar. Ja. So würde das auch tatsächlich im anderen Hosting-Bereich nur möglich sein, wenn man entsprechend eine Komponente davor hat. Sonst müsste man tatsächlich DNS-Änderungen machen. Mhm. Und die dauern zu lang. Mhm. Oh, danke. Ja. Noch Fragen? Erstmal alle erschlagen, oder doch? Bieten Sie beim Bitcoin eines Vanish an, oder? Doch, bieten wir. Ja, auch für externe Domains. Solange der Inhalt bei uns liegt, weil das ist das Wichtige, der Webserver muss ja bei uns liegen, weil der Vanish ja in unserer Architektur verbaut ist. Das geht also nicht sozusagen. Der Webserver könnte theoretisch ja extern sein. Nee, weil der Vanish ist, also technisch sicherlich möglich, ist aber in unserer Infrastruktur extra nicht so abgebildet. Da muss sozusagen der Webserver bei uns liegen, weil nur so können wir auch gewährleisten, dass wir das Ganze switchen können im Zweifel. Dass also wenn der Warnisch nicht erreichbar ist oder so, sonst könnten wir es ja nicht gewährleisten. Ja, auch das ist ein Signal da. Ja, gut, aber das ist unser auch wichtig, gerade bei Magento zum Beispiel. Mhm. Weil die Seite muss einfach laufen, das ist wichtig. Und deswegen müssten wir das auch sicherstellen. Natürlich auch, wenn die Domain nicht bei uns liegt, wäre dieses Switchen intern bei uns auch nicht ohne weiteres möglich. Ja. Weil ja von extern der Arbeit kommt, entweder auf den Warnisch gestellt werden muss oder auf das Webhosting. Richtig. Also das Shared-Hosting. Fragen sonst noch? Gut. Vielen Dank. Danke.